Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflow. Ja, günstig so ein Auto fahren, ist das möglich? Laut diversen Leasinggesellschaften ist das kein Problem, aber das böse Erwachen kommt meistens bei der Rückgabe. Und worauf ihr beim Leasing achten solltet, das seht ihr in diesem Video. Ja, Freunde, viele wissen gar nicht, was ist eigentlich ein Schaden und was ist eine Gebrauchsspur. Das ist ganz wichtig bei solchen Leasing-Rückläufern. Und um das mal zu bewerten, habe ich jemanden mitgebracht. Ja, hallo. Moin. Ich bin Dirk Steinberg, ich bin Fahrzeugbewerter, zum größten Teil im Bereich ja, Leasing von Leasing-Rücklagen. Habe schon sehr, sehr viele Leasing-Rücklagen gemacht, auch mit oder ohne Kunde. Und musste dann natürlich dem Kunden auch erklären, was ist eine Gebrauchsspur und was ist ein Schaden. Und da gab es viele Diskussionen. Und als Grundlage für so eine Diskussion muss man sein Handwerk schon verstehen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Fahrzeug mal an und ja, legen los. Fangen wir doch gleich hier mit dieser schönen Motorhaube an. Hier haben wir eine Delle mit Lackschaden. So, ich denke, das ist relativ eindeutig, Dirk. Das ist keine Gebrauchsspur mehr, oder? Nein, also es ist zwar so augenscheinlich, würde ich sagen, ach, die ist doch nicht schlimm, die Delle, ne? Da soll sich keiner drüber aufregen, aber wenn es darum geht, was eine Gebrauchsspur ist oder was ein Schaden ist, sind wir hier bei der Delle zum einen sowieso schon drüber, weil ein Lackschaden dabei ist, ne? Das heißt, es ist nicht nur durch leichtes Drücken oder sowas zu beheben, sondern es muss auch eine Lackreparatur gemacht werden und da ist man in dem Leasing-Bereich ganz schnell im Bereich Instandsetzen, Lackieren. Mhm. Ja, dazu kommt noch, dass wir es mit einer Motorhaube zu tun haben und im Leasing-Bereich ist es so, dass alle liegenden Bauteile nicht als Smart Repair bewertet werden dürfen. Ah, okay. Ja, es muss dann gleich eine vollständige Lackierung bzw. eine vollständige Instandsetzung und damit eine vollständige Lackierung stattfinden. Und diese Delle ist, wie gesagt, zum einen schon drüber, weil ein Lackschaden hinter ist und zum anderen schon drüber, weil auch die Größe, wenn man das, ne, hier mit dem Dellensegel dargestellt bekommt, ne, da sind wir bei einer Länge, würde ich jetzt sagen, so von knapp 7 cm. Mhm. Und das ist weit über eine Gebrauchsspur. Ja. Und was müsste der Kunde jetzt für so eine Reparatur, wenn er den Wagen bei BMW zurückgibt, ungefähr rechnen? Also ich würde jetzt einschätzen, um diese Motorhaube in Stand setzen zu lackieren zu lassen, ne, sind wir im Bereich von 900 Euro lackiert. Kosten oder Instandsetzungskosten, die natürlich nicht zu 100% weitergegeben werden an die Kunden, aber er steht, glaube ich, am Ende schon mit knappen 500 Euro in der Kreide bei BMW und das lässt sich vielleicht mindern dadurch, dass man es dem Fachmann vorführt und der sagt, ja, ich kann die Delle auch für Preis XY wegmachen, der unter dem liegt, was sie zahlen muss. Mhm. Ja, ist natürlich auch eine große Motorhaube in dem Fall. Ja, ihr habt es gehört, man wäre ungefähr bei 900 Euro, also bei 400-500 Euro Minderwert. Wenn jetzt der Kunde zu mir käme, wie in diesem Fall, und sagt, ja, was machen wir hier? In dem Fall haben wir hier eine scharfe Kante, wo man absetzen kann. Das heißt, für mich ist hier auch ein Smart Repair problemlos möglich, weil wir halt hier schön abkleben können. Das kann man nachher so gut polieren, dass man das wirklich nicht sieht. Dann würde ich die Delle etwas instand setzen, diesen Teil der Motorhaube anlackieren. Und da muss man so rechnen, 250, 300 Euro netto, um die Delle rauszudrücken und die Stück anzulackieren. Ja, Dirk, dann ist die Frage, wann ist denn eine Delle noch eine Gebrauchsspur? Ja, die Frage, die kriege ich öfter gestellt im Leasingrückgaben. Das glaube ich. Und dann sagt der Kunde, wenn er so drauf guckt, und ich stehe auch neben ihm, sagt er, das ist doch keine große Delle, da ist doch nichts, ne? Und ich habe in dem Schadenskatalog gelesen, sagt der Kunde dann, ja, ein Euro-Stück, wenn die Delle kleiner als ein Euro-Stück ist, dann ist es eine Gebrauchsspur. Ne? Und dann sage ich auch immer, ja, soll ich jetzt den Euro rausholen ne, und ja, auflegen, dann sage ich ihm, dann ist die Delle am Rand immer noch zu sehen. Und dann sind wir über ein 1-Euro-Stück drüber weg. Aber es lässt sich halt am besten darstellen, wenn man einmal wirklich ein Hilfsmittel nimmt, wie das Dellensegel, das über die Delle hält und dann sieht man, wo sich die Linien verwerfen. Und wie gesagt, das ist natürlich eine extrem große Delle, mhm, aber wenn wir jetzt nur dieses einzelne tiefe Stück nehmen, ne, dann sieht man, hier fängt die Delle schon an, wo die Linien sich wirklich anfangen zu krümmen. Ja. Und sie hört hier dann auf, ne, wenn man die einzelnen nimmt. Ja, sieht dann man. Sind wir ja weit drüber über dem 1-Euro-Stück. Und das ist auch mal so ein bisschen der Trugschluss, den die Leute dann mitbringen, wenn sie den Schadenskatalog lesen. Mhm. Und hinterher ja, sagen wir mal, enttäuscht sind oder schockiert sind, dass es dann doch eine okay Delle als Schaden ist. Das heißt aber generell, sagt man ungefähr bis 1 cm
Dellengröße ist es eine Gebrauchsspur. Man sieht es beim 1-Euro-Stück. 1-Euro-Stück ist das wie ein Cent. Ja. Man sieht beim 1-Euro-Stück bei 2 Zentimetern. Und man sagt, Durchmesser von 2 Zentimeter. Unter 2 Zentimeter Durchmesser und weniger als 2 Millimeter Eindringtiefe könnte man das als Gebrauchsspur. Ich sag mal, könnte man das als Gebrauchsspur nennen. Ah, okay. Super. Aber was ist denn mit Steinschlägen? Steinschläge sind ja, da kann man ja nun wirklich nichts für. Sind das denn jetzt Gebrauchsspuren oder sind Steinschläge ein Schaden? So was wie hier zum Beispiel. Ja, so Steinschläge sind natürlich auch ein Thema, über das man sich oft unterhält in der Lesierückgabe. Es ist bei Steinschlägen genauso zu werten im Schadenskatalog wie auch bei den Dellen. Es geht um die Größe und auch um die Tiefe, ne, ob der Basislack nun beschädigt ist oder nicht. Und man sagt eigentlich ganz klar, einzelne Steinschläge, die größer sind als 2 mm, sind als Schaden zu werten. Ja. Dann hat man auch die Abstufung, dass man sagt, auf einem Quadrat von 10 mal 10 cm dürfen dann auch nicht mehr als 5 kleine Steinschläge sein. Ja. Ne? Das variiert natürlich von Leasinggesellschaft zu Leasinggesellschaft, zwar nicht so groß, aber es gibt halt auch dort andere Einschätzungen, aber ganz klar gesagt, nicht größer als 2 mm. Okay. Und nicht mehr als 5 Stück auf einem Quadrat von 10 mal 10. Okay. Ja, hier haben wir noch mal ganz fiese Kratzer. Was ist denn mit sowas? Ist das eine Gebrauchsspur? Ja, so. Auch bei Kratzern gibt es ganz bestimmte Regeln in der Leserücknahme. Wenn wir uns die Kratzer anschauen, dann sind wir natürlich schon, da sagt man Kratzer länger als 2 cm. Mhm. Und auch oberflächliche Kratzer sind als Gebrauchsspur zu werten. Aber in dem Fall sind wir natürlich, wie hier zu sehen, schon weitaus drüber über die Länge. Und wenn man den Fingernagel nimmt, fühlt man diesen Kratzer auch ganz deutlich. Und da ist nichts mehr oberflächlich. Ne? Und das ist als Schaden zu sehen und auch hier wieder ein liegendes Bauteil, also lackiert. Was meinst du denn, womit müsste jetzt der Kunde rechnen, wenn er das Auto bei BMW zurückgibt? Was müsste er für den Schaden ungefähr kalkulieren? Ja, auch hier sind wir wieder in dem Bereich liegendes Bauteil. Es muss lackiert werden. Das heißt, ne? Heckklappe ausbauen, ne, bei dem Auto noch Cabrio, viele Verbindungspunkte, also da würde ich auch wieder mit den 900 Euro rangehen in den Lackierkosten und auch wieder gemindert so 400 bis 500 Euro, was der Kunde am Ende bezahlen muss. Okay. Ja, in dem Fall denke ich, dass ich die Kratzer sogar rausgeschliffen kriege und hochpoliert und dann ist man, ich sag mal so, bei vielleicht 100 Euro, dann ist das erledigt. Ja, Dirk, was empfiehlst du denn jetzt einem Kunden? Was ist der richtige Weg, bevor ich das Auto zurückgeben muss? Was sollte ich da beachten? Ja, was man eigentlich beachten sollte, man sollte beide Fachmänner mit ins Boot holen. Das wäre einfach, in dem Fall wäre es vielleicht ich. Man spricht mich an und fragt mich, kannst du ein Vorgutachten machen? Mhm. Ne? Immer nach den Regeln der Leasing. Das erstelle ich dann, ja. Das Vorgutachten, schaue mir das Fahrzeug an, bewerte die Schäden, genauso wie es bei der Rückgabe auch ist. Mhm. Und bin in dem Rahmen dann auch immer mit dabei, Reparaturempfehlungen zu geben. Ja. Und natürlich auch nicht nur eine Reparaturempfehlung, sondern auch vielleicht einen Reparaturkontakt. Ne? Das wäre ja. In dem Fall der Lackflow, ne? Der sein Handwerk versteht. Und dann würde man das in einer ganz kurzen Zusammenarbeit machen. Das heißt, ich erstelle das Gutachten, erkläre auch dem Lackflow das Gutachten und er sagt dann, was er da machen kann am Fahrzeug, um den Preis zu mindern. Das heißt, es lohnt sich schon, einen Sachverständigen einzuschalten, weil der weiß einfach, ist das eine Gebrauchsspur, ist das ein Schaden, muss die Motorhaube wirklich lackiert werden oder kann ich das Auto so zurückgeben? Und ich glaube, wenn man so eine Punkte beachtet, dann kann man auch hinterher wirklich viel Geld sparen. Und dann kann man auch im Leasing nicht viel falsch machen, oder? Genau, so sieht es aus. Es ist natürlich immer darauf zu achten. Es gibt Schäden, da lässt man besser die Finger von. Es gibt Felgen, da lässt man besser die Finger von. Ne? Das macht es dann der Bus teurer. Aber ich denke, wenn der Gutachter mit eingeschaltet ist, dann geht das schon den richtigen Weg. Das ist der richtige Weg. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das ganze Video auch ein bisschen geholfen, hat euch ein paar interessante Informationen gegeben. Und ich würde sagen, ich fange mal mit der Reparatur des Fahrzeuges an.
Schäden sind beseitigt. Wer das Fahrzeug jetzt noch aufbereiten will, der kann es natürlich zur Aufbereitung geben. Oder aber der schaut mal im 4CR Online-Shop vorbei, weil da gibt es diverse wunderbare Detailing-Produkte, mit denen ihr euer Fahrzeug auf Hochglanz bringen könnt. Ja, nochmal generell zum Thema Leasing. Also, es lohnt sich auf jeden Fall nicht immer unbedingt das günstigste Angebot anzunehmen, sondern einfach mal in den Leasing-Katalog reinzuschauen, was wird als Schaden gewertet, was sind Gebrauchsspuren, weil da kann man auf jeden Fall am Ende viel Geld sparen. Es gibt wie überall schwarze Schafe dabei, das heißt, zwischen die Augen aufhalten und dann kann man auch nichts falsch machen. Ja, Freunde, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall like das Video, abonniert den Kanal und folgt mir gerne auf Instagram unter LackFlo. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.